Es geht um junge Männer wie ihn. Peter S., 23 Jahre, Cannabiskonsument. Aus Angst vor Problemen möchte er unerkannt bleiben. Seit 3 Jahren erhält Peter sein Gras auf Rezept. Es war für mich deutlich, entspannter im Alltag und hat die Lebensqualität doch deutlich erhöht. Statt bei einem Dealer bezieht Peter S. Cannabis kostenlos aus der Apotheke. Denn zwischen dem Medikament und dem Gras von der Straße gibt es kaum einen Unterschied. Peter leidet tatsächlich unter einer besonderen Art von Epilepsie. Aber dafür gibt es eigentlich andere, wirksamere Medikamente. Wegen deren Nebenwirkungen setzt er aber lieber auf Cannabis, ein Stoff, der süchtig machen kann. Für Professor Gerd Gleske von der Uni Bremen ist Peter ein typischer Fall. Der Gesundheitswissenschaftler hat eine Studie zur Fehlversorgung mit medizinischem Cannabis verfasst. Demnach lassen sich vor allem junge, männliche Patienten Cannabis verschreiben. Unser Eindruck ist, dass dies Männer sind, die Cannabis auch vorher schon genutzt haben, im illegalen Feld. Besonders bemerkenswert ist, dass 7,9% der Patienten 52% der Kosten verursachen. Es sind Versicherte mit hohen Tagesdosen von Cannabisblüten. In dieser Gruppe waren 78% Männer, davon fast die Hälfte, unter 40 Jahren. Im Klartext, immer mehr männliche Drogenkonsumenten holen sich ihren Stoff auf Rezept. Denn seit 2017 kann medizinisches Cannabis bei uns ganz legal verschrieben werden. An die 220 Millionen Euro gaben die gesetzlichen Kassen seit 2017 für Cannabis aus, finanziert von den Beitragszahlern. Auch deshalb ist der Anbau ein wichtiger Wirtschaftszweig geworden, wie hier im dänischen Odense. Ein Großteil des in Deutschland verschriebenen Cannabis wird hier angebaut. Nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen dürfen wir filmen. Auf etwa 93.000 Quadratmetern pflanzt Aurora Nordic mehr als ein Dutzend Sorten. Pflege, Bewässerung und Beleuchtung sind dabei entscheidend. Sie steuern den Gehalt an beruhigendem CBD oder dem berauschenden THC. Medizinisches Cannabis wird zum Beispiel bei Multipler Sklerose, Depressionen, Krebs, Parkinson, Epilepsie und chronischen Schmerzen eingesetzt. Wir haben ganz besonders viele Sorten hier im Gewächshaus. Einige Patienten brauchen hohe Konzentrationen von CBD, die anderen dagegen solches mit viel THC. Je höher der THC-Gehalt, desto berauschender. Was man hier nicht so gerne sagt, medizinisches Cannabis kann auch als Freizeitdroge missbraucht werden. Vor allem die pelzigen Blüten sind dafür gefragt. Etwa 48 Stunden trocknet man sie. Die Restfeuchte wird dann mit dem sogenannten Knacktest bestimmt. Zwischen 15 und 30 Euro kostet 1 Gramm medizinisches Cannabis bei uns in der Apotheke. Schnell entstehen so für die Krankenkassen im Monat 500 Euro Kosten pro Patient. Dr. Celia Oldenbüttel leitet eine Schwerpunktpraxis für Infektiologie in München. Sie hat sich bewusst gegen den Einsatz von Cannabis bei ihren Patienten entschieden. Es kamen viele junge Männer, die das eigentlich schon immer geraucht haben. Und es kam einfach häufig die grinsende Nachfrage, jetzt könnte man das ja auf Kasse verschreiben. Und da haben wir natürlich genau deswegen auch den Riegel vorgeschoben, dass wir das nicht machen, dass wir das nicht einfach als legalisierte Droge dann verschreiben. Auch andere Ärzte berichten uns, wie gut informiert und vorbereitet solche Patienten zu ihnen kommen. Sie wüssten meist genau, was sie sagen müssen, um Cannabisblüten zu bekommen. Doch woher kommt das Wissen der Patienten? Wir treffen Thorsten Hettfeld, einen sogenannten Patienteninfluencer. Im Internet gibt er Tipps, wie man Cannabis auf Rezept erhält. Der 52-Jährige leidet unter einem genetischen Knochendefekt und nutzt selbst ein Cannabis-Mundspray. Er versteht sich als Patientenberater. Ich habe mittlerweile eine eigene Webseite aufgebaut, habe einen großen Facebook-Account mit sehr, sehr vielen Followern auch mit. Es gibt viele verschiedene Patientenforen, in denen ich auch immer wieder Fragen beantworte. Allein er erreicht nach eigenen Angaben etwa 50.000 User in den über 60 deutschsprachigen Cannabis-Foren. Dort wird detailliert erklärt,
welche Symptome man angeben muss, um kostenfrei Cannabis auf Rezept zu bekommen. Wissenschaftlich umstritten ist zudem, ob Cannabis als Medikament wirklich hilft. Denn es fehlt an fundierten klinischen Studien. Bei manchen Patienten wirkt es, bei anderen weniger, so Medizinexperten. Wir haben eine Situation, dass eigentlich medizinisches Cannabis, das am wenigsten auf Studien aufgebaut und basierende Mittel, und man hat immer wieder Zweifel, ob dieses Mittel überhaupt einen Sinn macht. Sicher ist, längerer, regelmäßiger Konsum kann abhängig machen. Peter S. wurde das Cannabis auf Rezept zum Verhängnis. Er ist nun auch wegen Cannabissucht in Behandlung und hat Entzugserscheinungen. Die halt immer wieder kamen, dieses Schwindelgefühl und diese geistige Wahrnehmung von der Räumlichkeit, dass ich nicht mehr den Raum um mich herum richtig wahrgenommen habe und auch die Konzentration ein bisschen nachgelassen hatte. Und so zweifeln inzwischen selbst Ärzte, die in den vergangenen Jahren den Stoff immer wieder verschrieben haben, zunehmend am Nutzen des medizinischen Cannabis.